Wer schafft sie? Wer wird sie überreicht bekommen? Die Pokale, Medaillen und Urkunden beim 54. Werner Seelenbinder Gedenkturnier. Die Rostockerinnen gewannen ihr Spiel um Platz 3 mit 17:11 gegen Neubrandenburg. Am Spielfeldrand Anna Brandt mit ihrem Nachwuchs und in Berlin noch als unverheiratete Asiakowska und 50-fache Nationalspielerin bekannt. Tochter Vanessa sehen wir gleich im Endspiel. Welch eine nette Geschichte für den Handballverband Westfalen. Doch so weit sind wir noch gar nicht. Schauen uns erst einmal Szenen aus dem Endspiel des Jahrganges 2000 an. Kompliment, wer bei der Mammutbeteiligung von so vielen Mannschaften so weit kommt. Und diese Spannung bietet. Die HSG Schwerte gewinnt 15:13 über den Bayerischen Handballverband. So schwören sich dann die Westfalen aufs Endspiel des Jahrgangs 98 ein. Der Handballverband Westfalen gegen Hypo Niederösterreich mit Vanessa Brandt, die im Team eine tragende Rolle spielt. Die Niederösterreicherinnen sind aber genauso enthusiastisch und ehrgeizig. Na, dann schauen wir mal. Die Westfalinnen gehen sogar 10:7 in Führung. Doch gestatten sich unverständlich einen Bruch in ihrem sonst guten Spiel. Die Österreicherinnen nutzten das. Großer Einsatz. Es ging ganz schön zur Sache. Das Finale des Jahrgangs 98 gewannen die Österreicherinnen im schwarzen Dress mit 12:10. Das war richtig guter Handballsport. Vanessa sehen wir garantiert in der Nationalmannschaft wieder. Verständliche Freude. Die Österreicherinnen gaben im Finale auch in der Endphase die Führung nicht wieder aus den Händen. Hurra, Freude pur. Und während die Turniersiegerinnen von Hypo Österreich feiern und sich dem Publikum präsentieren, machen sich die Jungs im Hintergrund im blauen Trikot warm, bereiten sich auf ihr Endspiel gegen den Handballverband Sachsen vor. Am Spielfeldrand Coach Bob Hanning. Wer Bob Hanning ist, das brauchen wir Handballfreunden nicht zu erklären. Bob lebt Handball. Vom Scheitel bis zur Sohle. Und die jungen Damen sind an den Jungs, sagen wir lieber, am Endspiel der männlichen Jugend interessiert. Sie haben ja bereits Gutes vollbracht. Nun aber schnell zum Spiel. Gut reagiert vom Berliner Torwart. An ihm lag's nicht, dass die Berliner Jungs im Feld nicht zu ihrer Leistung fanden. Da nützte nicht einmal das gute Zureden von Bob Hanning beim Timeout. Die Sachsen drehten die Partie und der Handballverband Berlin vergab sogar die 7-Meter-Chance. Das gibt es eben im Mannschaftssport, im Ballsport. Hier jetzt im Bild der vergebene 7 Meter. Bob Hanning standen am Spielfeldrand die Haare zu Berge. Sehen Sie dazu einen 60-Sekunden-Sonderzusammenschnitt über Bob Hannings Reaktionen draußen. Wir staunen noch in der Endphase über diese Spiel- und Torszenen. Für die Berliner, es nützte alles nichts. Sie verloren und beendeten das Turnierspiel mit einer 9:16 Klatsche zugunsten der unschuldig ganz in Weiß spielenden Sachsen. Und das in 220 Minuten. Das war das 115. Spiel im 54. Werner Seelenbinder Gedenkturnier.